Wir sehen hier jetzt den Scout II, eins der letzten fabrizierten Modelle aus dem Jahr 1980. Und die Fangemeinde in den USA ist eben nach wie vor sehr, sehr groß, obwohl seit 40 Jahren diese Marke Scout verschwunden ist aus dem Markt. Es ist generell so, dass Volkswagen AG in USA und Nordamerika sehr ambitionierte Ziele haben. Wir wollen 10% Marktanteil haben. Und es ist so, dass wir aber wichtige Kernsegmente des Marktes nicht abdecken. Und das sind die Segmente wie der Pickup oder die robusten SUVs. Und da ist es so, das sind die klassischen Amerikaner, die diese Fahrzeuge kaufen in diesen Segmenten. Und da ist die Frage gewesen, wie können wir diese erreichen? Über die Navistar-Übernahme haben wir auch Rechte an der Marke Scout erworben. Das ist eine sehr amerikanische Marke. Und das war für uns der Schlüssel zu sagen, hey, wir können diese Marke nutzen, um genau in diese Segmente vorzugehen. Die Pickups und die robusten SUVs. In Europa oder Deutschland kennt man die Marke vielleicht nicht so. In den USA hat sie noch eine sehr, sehr große Fangemeinde. Das heißt, dort kennt wirklich jedes Kind die Marke Scout. Auch der Hersteller International Harvester liegt auf eine lange Geschichte zurück. Und das war damals ein großer Erfolg. Und heute hat die Marke noch sehr, sehr viele Fans. Warum macht die Konzernstrategie eine Wiederbelebung von der Marke? Es stand eine Idee da, es ging darum, Scout wiederzubeleben. Und wir von der Konzernstrategie hatten die Aufgabe, aus dieser Idee ein kommerzielles Konzept zu machen. Es ging um Fragestellungen, wie groß ist der Markt überhaupt? Wie wollen wir produzieren? Welche Plattform müssen wir machen? Das sind sehr, sehr konkrete Fragestellungen, wo wir die ersten Bausteine erstmal fest definiert haben. Und im Anschluss haben wir dann daraus ein 360-Grad-Konzept gemacht. Wir haben dann mit einem kleinen Team von Experten, mit Finanzern, Entwicklern, Produktionern aus dieser ersten Idee ein Konzept gemacht, um wirklich zu bewerten, dass dort das Potenzial drin ist, diese Marke kommerziell erfolgreich wiederzubeleben. Wir haben die Entscheidung bekommen, das heißt, es war erfolgreich in diesem Fall sogar, und sind jetzt in der Phase, genau aus diesem Konzept Realität zu machen. Also von der Idee bis zur Entscheidungsfindung gab es natürlich schon einige besondere Momente. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist natürlich die Vorbereitung und dann am Ende die Vorstandssitzung, bei der wir die Entscheidung bekommen haben. Was war besonders? Ja, wir haben natürlich sehr eng zusammengearbeitet, aber wir haben mit vielen Leuten aus USA zusammengearbeitet, von der Entwicklung, von der Produktion, von der Finanz, aber wir haben die nie wirklich gesehen. Ja? Und wir haben die zum ersten Mal nach einigen Monaten wirklich gesehen in dem Raum, und haben dort wirklich alles präsentieren können, was wir geleistet haben. Und es war wirklich ein toller Moment. Ja, absolut. Vielleicht als Ergänzung noch, was super schön war zu sehen, dass alle, obwohl sie ja andere Themen hatten und das on top kam, hochmotiviert waren und die Zusammenarbeit einfach aus intrinsischer Motivation heraus super gut funktioniert hat, alle an einem Strang gezogen haben. Und als wir dann am Flughafen in Braunschweig waren, die Designmodelle gesehen haben, also die physischen Produkte, wie es einmal aussehen kann in der Zukunft, voll elektrisch, das war schon super. Ja. Ich glaube, in den nächsten Monaten befinden wir uns erstmal in so einer Übergangsphase. Das heißt, wir werden weiterhin das Projekt begleiten mit den Experten aus den Fachbereichen und aus Nordamerika. Das heißt, die Zusammenarbeit bleibt eng, bis dann in den nächsten Monaten das Management-Team für die neue Marke Scout aufgebaut wird und natürlich auch die ersten Einstellungen für die Firma in den USA auf den Weg gebracht hat. Und irgendwann werden wir uns dann als Konzernstrategie langsam darauf zurückziehen und in die Verantwortung der neuen Firma übergeben.